Hallo, herzlich willkommen, liebe Porsche-Freunde bei Wetzel Automobile in Hamburg. Ich habe hier heute einen wunderschönen Porsche 997 Targa stehen, MK1, Baujahr 2007, also Erstzulassung 5/2007. Auto ist, guck mal, da kommt der Jan gerade rein hier, wie schön. Guck mal, das ist Jan, einer unserer, Jan, hey, moin. Wenn jetzt jemand ein Auto geliefert gekriegt von uns, dann kann es sein, dass Jan kommt, weil Jan fährt jetzt für uns auch ein bisschen durch die Gegend. Schön, freue mich, dass du dabei bist, Jan. Und, ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auf schöne Autos, so wie das hier ist. Ja, genau. Die du dann an glückliche Leute lieferst. Ne? Ja, ganz so. Genau. Und jetzt müsst ihr was aufladen, glaube ich. Wir müssen was tun. Viel Spaß noch. Danke, tschüss. Ciao. So, wo war ich stehen geblieben? MK1 2007. Unfallfrei steht hier. Das ist ein 4S. Auch noch, also ein Targa 4S, ganz wichtige Info natürlich, 355 PS, hat 130.000 Kilometer gelaufen, ist aber Scheckheft gepflegt, der Wagen, und hat gerade noch jetzt aktuell bei Axel von Blitter, also ist ein deutsches Auto übrigens, nur mal so, der ist in Stuttgart ausgeliefert worden, das sieht man auch hier, Stuttgart aus, 22.06.2007, und dann hat er hier eine schöne Wartungshistorie, also 2009, 2011, 2013, 15, 17, 19. Und jetzt hat er gerade aktuell von Axel von Blittersdorf noch eine Wartung gekriegt und viele Sachen gemacht, die einfach, also ich prüfe ja immer alle Autos, die ich bekomme und fahre dann damit und dann fällt mir irgendwas auf, dann sage ich, oh, das müssen wir nochmal machen, damit der Kunde, der dann kommt, am Ende ein ordentliches Auto kriegt. Am Ende ist es Technik, die man kauft und es kann immer was kaputt sein, aber oh, das pfeift hier richtig in meiner Halle, weil es so windig ist. Wahnsinn. Ey. Also, das Pfeifen ist vom Wind. Hört man das? Hört man es in der Kamera? Ist ja spannend. So, also, auf jeden Fall ist er dann zu Axel und dann hat er hier große Wartung, Zusatzwartung, Zündkerzen, Zusatzwartung, Antriebsriemen, Zusatzwartung, Getriebewechsel. Achso, das hat er auch gemacht. Okay. So, dann hat er hier Targa-Dachwartung, Zusatzwartung, Wasserschläuche geprüft und so weiter und so fort. Also, eine Menge gemacht. Am Ende steht hier eine Rechnung, gerade aktuell 5.200 € in das Auto investiert. Wahnsinn. Wenn man jetzt mal auf den Preis guckt, der da steht, finde ich das schon verlockend. Das Auto ist dann, nachdem es in Deutschland ausgeliefert wurde, nach Belgien gegangen. Ich habe hier noch den Belgier, der müsste eine Vollabnahme kriegen, weil er hat in Deutschland noch keine Papiere, obwohl er schon länger bei dem jetzigen Eigentümer stand und da einfach in der Sammlung stand, in einer kleinen Sammlung hier in der Nähe von Hamburg. Also ganz schön. Vollleder schwarz hat er innen, also außen Silber, wie wir sehen. Ich weiß gar nicht, welches Silber das ist. Vollleder schwarz, PDK, also Automatik, PDK. Zwei Halter hat er, also zweiter Hand. Und TÜV wird nochmal neu gemacht bei Übergabe. Hier sind noch ein paar Rechnungen und so weiter. Hier die Bordmappe da komplett dabei. Also ich glaube, das ist ja immer so Preis-Leistung. Ein 997 4S Targa. Puh, und dann für den Preis. Ich glaube nicht, dass der lange hier steht. Aber das habe ich schon manchmal gedacht bei Autos. Dann denke ich immer, die sind sofort weg. Ja, wie bei meinem weißen Turbo da. Der steht immer noch hier. Kannst du mal dahin schwenken. Ich muss immer den nochmal vermarkten zwischendurch. Neuwagenauto, ja. Wenn man bei Mobile reingeht, hat man 5 grüne Balken. Bester Preis. Wahrscheinlich bin ich zu günstig. Aber den kriege ich schon noch verkauft. Und wenn er dann verkauft ist, rufen mich wahrscheinlich 5 Leute an und sagen, oh, ist der jetzt weg? Habe ich ganz oft. Verkaufst ein Auto, also steht hier wochenlang, verkaufst ein Auto und dann ist er weg und dann rufen die Leute an und sagen, oh, ist der weg, den wollte ich eigentlich kaufen. Ja, tut mir leid, macht's doch, wenn er noch zur Verfügung steht. Ja, aber na gut. Jetzt kümmern wir uns um den hier und der steht hier richtig hübsch, finde ich. Also es gibt keine Kratzer, keine Beulen, die Felgen sehen ordentlich. Ich mag diese Felgen, die fand ich damals ganz toll, als sie neu rauskamen. Gibt natürlich jetzt auch noch viele andere schöne, aber der ist schon schön. MK1 erkennt man immer hier an den Rücklichtern. Und was ich mich gerade eben gefragt habe, deswegen, ich habe gerade noch einen anderen 997 gedreht. Ich meine mich zu erinnern, dass meine Autos damals einen anderen, ich glaube, das war die erste Entwicklungsstufe, dass die den anderen Spoiler gekriegt haben. Also auch noch als erste Serie, aber dann eben halt diesen Spoiler hier mit diesen größeren Rippen. Der andere hatte die kleineren. Oder war das der 996? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber naja, 4S natürlich hier mit den Endtöpfen, 4 auf 4 Rohre. Daran erkennt man es auch immer. Ich guck noch mal, lass uns mal kurz hinten reingucken. Und
Wir machen dann auch noch mal Folgendes. Aua. Wir machen erstmal das hier, guck mal. Also, das ist auch ganz schön, ne? Wenn man dann hier einmal, ne, kannst die Sitze umklappen, kannst du schön beladen. Also das ist schon praktisch tatsächlich, als wenn man da irgendwie alles... Und dann haben wir hier natürlich Soft Close, zack, ja, zieht sich zu. So muss es funktionieren. Und ganz wichtig ist auch, dass das Tagerdach funktioniert. Das checken wir natürlich auch gleich nochmal, damit das alles in Ordnung ist. Hier haben wir den Motor, 3,8 Liter. Also auch hier, so muss es aussehen. Bin froh, dass ich kein Schrauber bin. Man kommt doch nirgendwo mehr ran, oder? Sonny. Sonny heute hinter der Kamera wieder. Thomas ahlt sich immer noch in der Sonne in Spanien. Herrlich. Hat uns gerade hier per WhatsApp-Anruf mal gezeigt, wie schön es bei ihm ist. Thomas, schöne Grüße nach wo du auch immer gerade steckst. So, ja, was soll ich sagen? Also auch hier, also die Felgen sind echt alle ordentlich, alles schick, Bremsen fühlen sich super an, ohne Grat und alles. Also ich glaube, vorne nochmal reingucken, Sonny. Und wer sowas noch rumstehen hat bei sich in der Garage oder unterm Carport oder in der Scheune oder was auch immer, können auch ältere Porsche sein, andere Autos sein. Wichtig ist, dass sie mir gefallen, die stelle ich nur hier rein, die Autos. Gerne anrufen, wir brauchen immer neue Fahrzeuge. Und ja, das sieht mal auch gepflegt aus hier, oder? Da kann man wohl echt nichts dazu sagen. Also hier sieht man das schon mal, was beladen wurde, klar, so, ne? Aber das sind halt so Spuren. Das ist dann manchmal nicht, das ist dann noch schöner, aber das stört jetzt gar nicht natürlich. So, und jetzt, Sonny, gucken wir einmal rein. So, da sind wir, Porsche Targa 997 4S. 130.000 Kilometer, habe ich alles schon erzählt. Sieht von innen ordentlich und gepflegt aus, wirklich. Kann man nicht meckern hier. Schönes Extra immer, finde ich ganz dezent, wenn das Porsche-Wappen in den Sitz eingestanzt ist. Und ja, so steht er hier. Hat alles, was man braucht. Automat ist ja so witzig, ne? Bei Autos 964, 993, Porsche wollen alle Schalter und keine Automatik. Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil immer mal wieder kommen Leute und sagen, oh, wäre das eine Automatik, wer würde ich ihn nehmen? Aber beim 997 ist es eigentlich egal. Da wollen die Leute, es ist schönes Fahren mit der Schaltung, mit dieser Automatik hier, ist das schon sehr, sehr ordentlich. Macht auf jeden Fall Spaß. Cool. Ich mache jetzt, Sonny, pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich setze mich rein, mache den Wagen mal an, dann mache ich das Tagerdach mal auf und zu, dass man das mal sehen kann, wie das hier funktioniert. Und dann fahren wir einmal, rocken wir mal über den Hof hier bei uns. Und wenn Sie Lust haben auf meine Videos, gerne meinen Kanal abonnieren, freue ich mich immer über jeden Follower, der uns treu bleibt und dann Spaß hat mit diesen Videos, die wir hier so machen. Cool, ja komm, machen wir jetzt, oder? Geht los. Okay, dann gucken wir mal. Ich schmeiße ihn mal an und dann mache ich das Dach auf, ja? Cool, oder? Man hat so ein bisschen Cabriolet-Feeling fast und man ist trotzdem so ein bisschen geschützt und ist nicht so der Öffentlichkeit ausgeliefert, finde ich. Also das mag ich bei Cabriolet-Fahren manchmal nicht so. Aber ja, was soll ich sagen? Komm, wir machen es wieder zu. Es ist halt extrem wichtig, dass so ein Tagerdach funktioniert, weil wenn das nicht funktioniert, ich hatte gerade so ein Auto, wo es nicht ging, dann hat man wirklich... dann hat man wirklich ein Problem, weil das kostet so 4.000 bis 5.000 Euro. Und das will man ja nicht gleich investieren in so ein Auto. Aber hier geht alles super. Er fühlt sich gut an. Er fährt gut. Schalte es nicht zu. Jetzt. Oh, ich bin schon wieder nicht angeschaltet. Das hört man natürlich jetzt immer. So. Und dann geht es wieder vorbei bei Sonny. Mit dem schönen 997 Targa 4S. Echt cool. Finde ich, es ist gepflegtes Autofahren, also man kann den entspannt fahren, ohne großartig
also umso älter Autos werden, umso mehr Arbeit ist es ja, was auch Spaß bringt, finde ich tatsächlich. Aber hier ist es wirklich easy und einfaches Porsche fahren. Jetzt begrüßen wir mal Sonny wieder hier. Hallo Sonny. Mhm. Ja, ich habe schon alles erzählt hier gerade, während ich gefahren bin. Also ich freue mich, wenn das Auto sich jemand in die Garage stellt, der Lust auf einen schönen 997 hat. Auto steht bei uns in der Halle zur Verfügung für Probefahrten, Besichtigung und alles, was dazugehört. Wird im Kundenauftrag verkauft von einem kleinen, also von einem Sammler, der hier in der Nähe ist. In Hamburg hat ein paar schöne Porsche, aber eben halt lustigerweise nicht so alte, sondern viele modernere und so. Also ja, jeder so, wie er das mag am besten. Deswegen ist ganz schön. Das Auto kriegt noch eine Vollabnahme vor der Übergabe, damit er dann deutsche Papiere wieder kriegen kann. Und weil der hat ihn jetzt nicht angemeldet, hat ihn schon ein bisschen, habe ich alles schon erzählt, oder? Ich wiederhole mich. Sonny lacht schon da hinten. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich grüße mal hin. Ich habe da gerade ein Auto gekauft in Braunschweig. Da grüße ich mal schön nach Braunschweig. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Wetzel Automobile in Hamburg. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß dabei und gerne immer dranbleiben. Ja? Bis dann. Tschüss. Oh, ich habe keinen Gang drin, aber jetzt. Ciao.